Ja, also der Herr Schröder und der Herr Kalmund, habe ich gerade gehört, die sprechen gerade für ein Fachgespräch. Wir sind jetzt im Jahr 1972. Heißt, kann auch einen Moment dauern. Dann fangen wir an, weil Sie haben natürlich lange genug gewartet. Die Kinder bitte alle nach vorne, dass Sie natürlich auch was sehen können hier. Ansonsten liegen natürlich jetzt zwei tolle Fußballtage hinter Ihnen am Freitag. Das Traditionsturnier, die Mannschaft aus Tschechien hat gewonnen, für alle, die nicht dabei sein konnten. Gestern gab es einen tollen Tag für Integration und Vielfalt im Sport. Über 1000 Leute waren hier, ganz so viel sind es heute nicht, aber ich bin trotzdem erstaunt, wie viele dann heute doch gekommen sind, bei den vielleicht nicht leichten Witterungsbedingungen. Und wir haben natürlich tolle Gäste. Es ist kurz nach 11. In Deutschland ist sowieso mal Talkrundenzeit. Sie alle haben ihn wahrscheinlich schon gesehen, den Krombacher Doppelpass. Heute läuft er auch, aber wir haben Gäste. Die würden diese Runde sicherlich auch bereichern. Zum einen, ich mache eine Kurzvorstellung und im Laufe unseres Gesprächs werde ich auf den einen oder anderen noch etwas näher eingehen. Links von mir, ganz außen, sitzt Herr Jürgen Hodeck. Der ist vom Kreissportbund. Direkt neben mir muss ich wahrscheinlich nicht vorstellen, aber ich mache es trotzdem. Rainer Kalmund, herzlich willkommen, Herr Kalmund. Dann der nächste große Fußballfachmann, einer der erfolgreichsten Trainer in Deutschland, neben mir, bei meiner rechten Seite, Bernd Schröder, hallo. Und dann ein ehemaliger Fußballprofi, heute als Trainer aktiv, Jens Melzig, hat gespielt unter anderem bei Dynamo Dresden, Bayer Leverkusen, Energie Cottbus. Herzlich willkommen. So, da wollen wir auch gar nicht lange drum rumreden, weil ich glaube, Sie warten schon eine ganze Weile und natürlich ein großes Thema zurzeit, die Bundesliga. Und da hat der FC Bayern gestern das Triple geschafft, die sind Meister geworden. Es gibt Bayern-Fans. Gestern der Erfolg im Pokal war dann doch nicht so ganz überraschend und deshalb vielleicht meine erste Frage an Herrn Hodeck und das ist ganz interessant, der ist in Nürnberg geboren, hat jahrelang gewohnt in Dortmund, ist trotzdem Bayern-Fan. Meine Frage, Bayern München in dieser Form, sind die überhaupt noch einzufangen in den nächsten Jahren? Hoffen ja alle. Och, einzufangen, das ist ja genau die Frage. Muss überhaupt Bayern München eingefangen werden oder ist Fußball nicht insgesamt ein Spektakel und es gehören doch viel mehr dazu? Was wäre Bayern München, wenn sie alleine spielen würden? Es gehören doch viele Mannschaften dazu. Das geht schon los an der Basis und das geht weiter über die Mannschaften. Das heißt, sie sind mit 91 Punkten Meister geworden, Rekord, die Tore, den Fußball, den sie gespielt haben. Die haben den jetzt gerade frisch gekürten italienischen Meister und mit großer Mehrheit, mit großem Vorsprung Juventus Turin rausgeschmissen. Der haben den mit großem 100 Punkte hat Barcelona in der spanischen Liga geholt. Auch klar besiegt. Aber eins ist klar, so sind wir Deutsche und die Journalisten an erster Stelle. Die gleichen, die heute sagen, unschlagbar, hätten bei einer Niederlage, die möglich war, auch gegen Dortmund, weil man immer sagen muss, zweimal 1-1 in der Saison, hätten die Serben geschrieben, das sind Nieten, das sind Flaschen. Loser, der kleine Lahm bleibt immer ein Chefchen und der Schweinsteiger wird es nie schaffen. Jetzt haben sie gewonnen, jetzt haben sie Wachablösung. Ich sage Ihnen ganz klar, man hat jetzt schon gesehen, die Spanier Neymar verpflichtet, geht da weiter ab. Die sind dabei, mit denen ist genauso zu rechnen wie auch mit den großen Clubs aus England, weil sie auch viel Kohle da reinbringen. Ein bisschen abfallen tut im Moment Italien. Das hängt nicht immer mit den Mannschaften ab. Die ganze Infrastruktur. Ich gehe da ungern in die Stadien, wenn du da mal gegen eine Tribüne trittst, fällt schon alles zusammen. Ich gehe gerne zum Italiener, aber nur ins Restaurant. Da sind die nett, dann schmeckt ganz gut. Aber fußballerisch werden die vom Grundsatz etwas abrutschen. Wir sollten jetzt auch das genießen, dieses Spiel Deutschland gegen, also Bayern München gegen Borussia Dortmund, war eine riesen Werbung für den deutschen Fußball. Ich will das nochmal, vielleicht jetzt nicht als Dampfreder, danach werde ich auch kürzer sprechen. Was war wichtig? Beide waren Sieger für den deutschen Fußball. Die Bayern haben dann aufgrund der zweiten Halbzeit glücklich und verdient den Henkelpott gewonnen, aber das gesamte Auftreten nach dem Spiel. Keine Hackerei. Die Bayern haben sich hingestellt zum Spalier. Auch gestern waren für mich drei Szenen ganz wichtig. A, wie die Fans den Uli Hoeneß in einer schweren Zeit gefeiert haben im Stadion. B, wie man dann den Jupp Heynckes an der Luft geschmissen hat.
und C. Ich habe heute Morgen noch mit Peter Hamann, dem Co-Trainer, gesprochen. Was ganz wichtig ist, die Aktion, den Dante, den Gustavo, die nach Brasilien mussten, und den Badstuber mit dem Trikot so tanzen zu lassen, mit den Rückennummern. Hab mit dem Peter Hamann gesprochen, sagte er mir heute Morgen nochmal, weil man das ja auch manchmal vom Management anordnen kann, nee, diese Dinge kommen aus der Mannschaft heraus. Diese drei Themen zahlt eben auch neben Fußball, ob du in der Kreisklasse bist oder in der Bundesliga, es menschelt, das sind ganz normale Menschen. Und das war auch ein Sieg, genau wie dieses Auftreten auf der großen internationalen Bühne. Der letzte Satz dazu, was gerade auch gesagt worden, was ist beim Fußball? Fußball ist in Deutschland, auch im Profibereich, mittlerweile eine Premium-Marke. Wir haben knapp 7 Millionen Menschen, die in den Vereinen organisiert Fußball spielen. Damit ist Fußball nicht nur Volkssport Nummer 1 in Deutschland, sondern der DFB ist die größte Interessengemeinschaft weltweit. Wir haben diese super Stadien mit über 40.000 Schnitt, hohe Fassungsvermögen. Der Fußball gab im letzten Jahr eine Umfrage über Live-Ereignisse. Von den 50 größten Live-Ereignissen, also trotz Vettel, trotz Klitschko, trotz Günter Jauch, wer wird Millionär, Wetten das, egal ob mit Lanz oder mit Gottschalk. Selbst Germans Next Topmodel mit Heidi Klum für die Frauen zur Beruhigung hatte keine Chance in der Einschaltquote. 40 Mal Fußball in Live-Ergebnissen. Und wenn man das wegrechnet, ist das noch schlimmer, die kumulierten Werte an einem normalen Spieltag. Im Ausland mittlerweile jeder Spieltag, nicht nur gestern Pokalspiel oder Champions League, in über 200 Ländern weltweit wird die Bundesliga übertragen. Deswegen zahlt das deutsche Fernsehen als Quoten an die Bundesliga 630 Millionen. Außer das ausländische Thema, da sind wir noch nicht bei Werbung, da sind wir noch nicht bei Trikot. Und somit ist Fußball eine unwahrscheinliche Finanzmacht geworden und eben auch noch Volkssport Nummer 1. Und das insgesamt in tutto macht den Fußball so stark. Wir wissen auch, dass welche viel Geld verdienen, die treffen manchmal eine Möbelwaren gar nicht mit dem Ball. Und hier, wenn hier unser, ich sag mal, unser Legende, Ikone aus dem Frauenfußball aus Potsdam, die müssen manchmal noch mehr trainieren. Und ich hatte mal die große Ehre, bei einer Bambi-Verleihung die Potsdamer Kanuten, da die Laudatio zu halten. Was die leisten müssen im Training, das ist eben nur kein Volkssport Nummer 1. Im Fernsehen ist es schwieriger. Ich kenne bei uns eine gute Freundin von mir, ist Heidi, der Heidemann, Britta Heidemann. Da habe ich gesagt, den Scheiße, da guckt keiner. Wenn ich das gucke im Fernsehen, da weiß ich ja gar nicht, wer wen zuerst gestochen hat. Verstehst du, da muss ich immer ob grün oder rot gucken. Das siehst du gar nicht, das ist eine langweilige Sportart. Und die müssen aber trainieren wie die Idioten. Von noch mehr wie die Fußballer. Nur entscheidend ist, wer drückt auf die Platte, wer drückt auf das Fernsehen. Das, was wollen die Menschen? Das kennt ihr auch, wenn ihr eine super Opernsänger ist, will keiner sehen. Wird nicht reich, wenn einer dämlich singt und verkloppt mit einem Scheiß-Song, schön Humbata, richtig die Platten, kriegt der Kohle. Nicht der Beste singt, sondern was beliebt ist, das war es. Ich habe es gerade gesehen, der Jens Melzig hat kurz mal auf die Uhr. Es sind noch drei Weltrekorde, die nie gebrochen werden. Wenn du mir jetzt einen sagst, ich sende nur einen, welche Sportart, dann bist du bei mir geadelt. 104,80 Meter. Uwe Hohn. Also ich würde mal sagen, Potsdam ist eine wunderbare Stadt. Ich habe eben die Kanuten, schon mal erwähnt. Und dann muss ich sagen, da läuft irgend so ein Vollbekloppter, positiver Vollbekloppter. Und der ist schon seit über 40 Jahren da Trainer. Das ist auch ein Weltrekord. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, aber wenn ihr genau guckt, könntet ihr ihn vielleicht erkennen. Ein absoluter Vollbekloppter hat auch da einen Weltrekord, glaube ich, aufgestellt. Der muss was mit Fußball zu tun haben. Geh nach Hause und sage 104,80 Meter Uwe Hohn, Speerwerfen. Warum wird dieser Weltrekord nicht mehr gebrochen werden können? Weil die, sonst würdest du in die Zuschauer reinwerfen. Für dich nochmal, wenn du in Talkshows bist, 104,80 Meter, wirst du immer erleben, die mussten dann den Speer, den Schwerpunkt nach vorne stehen, damit der Speer eher runterkommt. Also Potsdam, ASK damals. Ich weiß, dass du ein kleiner Fuchs bist. Und er hatte eben noch mal eine ganz schöne, jetzt will ich auch sagen, die Frage hier vom Moderator, die war ganz gut. Und ich liebe den Franz Beckenbauer und schätze den hoch, weil er bescheiden ist, auch mit seinen ganzen Erfolgen als Weltmeistertrainer, als
Spielerweltmeister, dann noch die Weltmeisterschaft für hingeholt. Aber auf die Frage von 1990 hätte ich ihm antworten können, wenn ich bei den Journalisten gewesen wäre. Es war gar nicht so schwierig, dahinter zu kommen. Susanne, also lieber Franz, also als DDR das letzte, auch große Länderspiel, nicht offizielle WM-Qualifikationsspiel in Österreich verloren hat, wo das Unentschieden gereicht hat, an dem gleichen Abend, war der Abend, bevor ich am nächsten Morgen nach Rom fuhr, habe ich mir noch im Kölner Stadion angeguckt, Deutschland gegen Wales. Wir lagen 1-0 zurück, Herr Icke Hessler, Herr Berliner und Rudi machten die Tore und hätte Wales nicht 5 Minuten vor Schluss aus 5 Meter den Ball über das Lattenkreuz gespielt, wären wir gar nicht dahin gefahren. Also die Frage, wer will uns in Zukunft überhaupt noch besiegen, müsstest du beantworten, wenn wir nicht im letzten Qualifikationsspiel in Köln Riesel-Düssel gehabt hätten. Wären wir gar nicht dabei gewesen mit der Weltmeisterschaft. So eng, wie gerade unser Altmeister gesagt hat, ist da Glück und Pech, da muss man immer schön die Bleischuhe anhaben und schön am Teppich bleiben. Aber worauf ich hinaus wollte, ist natürlich, dass Deutschland, mal abgesehen vom Europameistertitel, damals entgegen der Vorhersage von Beckenbauer eigentlich, da nehmen wir jetzt mal sozusagen die Finalteilnahmen noch mit dazu, aber keinen großen Titel bei Weltmeisterschaften beispielsweise mehr gewonnen hat. Hätten Sie das damals erwartet, Herr Schröder? Na, das ist natürlich, Fußball ist Aktion gleich Reaktion, sage ich. Ich bin Naturwissenschaftler, das heißt also, man kann immer nur so gut spielen, wie der Gegner es erlaubt. Ne? Und wenn ich ein Spiel verliere, muss ich auch Respekt vom Gegner haben. Man hat das jetzt, Kalli hat es gesagt, Respekt war für mich das Hauptwort bei den Spielen jetzt Dortmund gegen Bayern München in der Champions League. Man kann da vorher viel rein interpretieren, aber zum Schluss hat selbst Jürgen Klopp versucht, sachlich in den Interviews zu geben und sachlich die ganze Sache zu sehen. Was heutzutage im Fußball, wenn du weißt genau, bei Pressekonferenzen in der Bundesliga, da kannst du manchmal fragen, bei welchem Spiel warst du eigentlich? Bei manchen Trainern, weil die natürlich unter Druck stehen und denken, sie müssen irgendwas erzählen. Aber für mich ist das Wort Respekt das A und O in unserer Gesellschaft. Da sind wir weit, weit weg und da können uns auch andere Sportarten manchmal auch Vorbilder sein. Aber Respekt ist A und O und da müssen wir auch darauf achten, auch in Europa Respekt zu haben vor anderen Ländern, vor diesen Dingen drum und dran. Wir sind nicht das große Deutschland, noch lange nicht. Ne? Gut, dann beziehen wir Jens Melzig mit ein, er wartet schon. Jens Melzig, vielleicht mal das Thema Respekt ist auch nochmal ein ganz guter Ansatz. Wenn man gesehen hat und eben auch nochmal von Rainer Kallmund gehört hat, was wäre gewesen, wenn die Bayern die Champions League nicht gewonnen hat? Wie wäre das gewesen für die jungen Spieler, für Schweinsteiger, für Lahm? Alle hätten gesagt, die sind nicht in der Lage, einen großen Titel zu gewinnen. Sie waren selbst Fußballprofi. Wie schätzen Sie das ein? Wie wichtig war dieser Erfolg auch im Hinblick vielleicht auf die weitere Karriere für diese Spieler? Ich denke, man muss mit Niederlagen genauso leben wie mit Siegen. Also das müssen sie dann wegstecken. Das sind Profis, die kriegen richtig schön Schotter. Also da musst du auch mal, wenn du verlierst, dann musst du dich alleine wieder rausziehen. Klar will jeder immer gewinnen, einen Titel holen. Das ist das größte, das ist das Ziel. Deswegen spielen die. Deswegen spielen die kleinen Bambinis, die wollen auch gewinnen. Und wenn die Großen mal den Titel nicht holen, dann müssen sie eben, ja klar, gibt es dann wieder einen auf den Deckel von der Presse, die Blinden und weiß ich das alles, was sie dann schreiben. Aber dann müssen sie eben manns genug sein und sich da wieder rausziehen. Ihre Arbeit machen im nächsten Spiel oder in der nächsten Saison neu angreifen und dann fertig. Sie sind selbst Nachwuchstrainer. Wie gehen Sie damit um, wenn Ihre Jungs verlieren? Wie richten Sie die wieder auf oder verlieren die gar nicht? Die lernen immer dazu, auch mit Niederlagen. Da lernen wir auch als Trainer dazu. Also man sieht dann die Fehler der Jungs, man analysiert das. Man sagt, pass auf, so und so in der Situation musst du dich besser verhalten und dann klappt es auch wieder. Also man zieht die dann auch raus. Klar, gehen die Köpfe erstmal runter, dass wir es jeder, der Spiele guckt hier im Nachwuchsbereich oder im Männerbereich, wenn man verliert, dann gehen erstmal die Blicke nach unten, aber dann muss man die Jungs wieder aufbauen und pass auf, so und so, nächstes Mal besser verhalten in der Situation und dann machst du die Fehler nicht und dann geht's wieder vorne. Und dann klingelt Onkel Rainer da. Ich habe den direkt angesehen, dass er eine Hose geschissen hat von der Mentalität, weil ich natürlich mal auch direkt wusste, aus Respekt, aus einem anderen Regime, das ich ja gar nicht kritisieren kann in dieser Frage, weil die Tapeten Ohren hatten, das wusste ich. Also musste ich auch nicht nur für Andreas Thom sprechen, auch für die Tapeten. Und vor allen Dingen, wenn da ein ängstlicher Mann drin wohnt. Ich sage, Andreas, pass auf, wir gehen den Weg ganz offiziell,
ich spreche dich jetzt nur vorab an. Kannst du das fürchten? Wärst du interessiert? Wenn du das machst, bin ich morgen in der Storkower Straße. Du musst dich auch auskennen, musst ein bisschen Ahnung haben. Der DDR-Fußball damals konnte international nicht agieren, auch der Deutsche Fußballverband nicht. Alles entschied die Ewald-Behörde, das war der Deutsche Turn- und Sportbund, mit der Heimatadresse Storkower Straße. Der sagte, ja, ich bin dann in die Storkower Straße. Auch zwei Probleme. Bei uns war schon das Zeitalter ein Jahr zwar erst der Faxe, aber die Storkower Straße verfügte noch über keinen Tag Faxe. Ich musste meiner Sekretärin sagen, schmeiß noch mal den alten Telex an. Ihr kennt den, die meisten Jüngeren nicht mehr. Da ist so ein dünner Schreiben, der macht dann tak, 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 tak. Ich habe den so ein Telex reingeschickt und den gleichen Brief im Westin, heute früher Krankenhotel, geschrieben, wo ich nette, sehr geehrte Damen und Herren, so nach der neuen Situation, möchte mir mitteilen, wir wären interessiert an einer Verpflichtung von Andreas Dom. Wir wollen das in aller Fairness, mit aller Offenheit besprechen, ist es möglich, ist es nicht. Die bin ich dann mit zu Storkower Straße. Die dachten, na gut, da könnten Verlust über das im Himmel, da kommt mit so einem Brief hin, so was hatten die ja noch nie gehabt. Die haben mich dann in so einen Glaskasten reingesetzt und ich merkte schon, das Personal marschierte immer vorbei. Jetzt kommt mein kleiner Trick. Ich sage, Sie müssen mir einen Brief bestätigen, Stempel draufsetzen, weil ich weiß, dass Sie den erhalten haben. Das war noch gar nichts perfekt. Aber was war entscheidend? Was war ganz entscheidend? Dass der ängstliche Andreas Dom wusste, vor allen Dingen, dass wir einen offiziellen Weg gegangen sind. Und er in dem Verein BFC Dynamo Berlin sich da in den Kreisen viel besser und offener bewegen konnte, konnte sagen, ja, Leverkusen war da, brauchte nicht zu verstecken. Und eben ich auch ein anderes Regime mit anderen Bedingungen respektiert habe. Das ist, ob man das alles gut findet oder nicht, hat damit zunächst gar nichts zu tun. Respekt vor diesen. Das hat uns dann geholfen. Da kam jetzt, das ist ganz schön, dann kam der, dann haben die jetzt, das kommt ins Deutsche Museum, der erste Vertrag, der schlaue Beckmann, der hat da drauf geguckt. Ich habe den voll vorgeführt in dem Studium. Er sagte mir, Kalli, das ist ja wenig Geld, sag ich, zu der Zeit, 1989 war das ein Riesenvertrag, das waren bei uns die Top-Verträge. Heute ist das Pipifax-Geld in der Bundesliga. Also Andreas Dom kriegt ja denselben Vertrag, ich habe ja alle drei direkt mal unterschreiben lassen, Kirsten und Sammer. Da kam mir Helmut Kohl, der sagt, so viel durfte nicht nehmen, haben wir nur den Turm genommen. Dazu kommen wir noch. Ne, also das muss man auch so sagen. Und dann haben die dem gesagt, junger, lieber Freund Mario Götze, jetzt kannst du wechseln. Wenn du nicht kommst, holen wir den Neymar. Dann ist die Position besetzt. Und dann musste der Götze erklären, rein fußballisch, da ist so ein Spieler, der ja sowieso Geld verdient. Noch mehr in England mit dem Angebot und in Dortmund gut verdient. Und da geht es jetzt nicht mehr ums Geld. Da fühlt der sich dermaßen da gekraut. Du weißt, wo ich meine. Dass der dicke Muskeln kriegt und ist stolz. Und sagt, der will mich haben und entscheidet sich dann, statt 2014, 2013 zu gehen. Das ist eigentlich alles. Alle anderen fahren. Ach, Ausstiegsklausel. Ja. Auch wenn der Watz gesagt, ich werde nie mehr eine Ausstiegsklausel unterschreiben. Stell dir vor, wenn ich den ins Spiel bringe. Ich sage, pass auf, der kostet 2 Millionen. Aber in 5 Jahren, wenn der weg will, oder in 3 Jahren, will ich nicht mehr, dass du nicht mehr wie 20, 30 Millionen aufhörst. Ablösesumme auf. Und wenn der Präsident sagt, das mache ich nicht, ich will 50, sagen, du hast doch eine Atombombe gekauft, du Vollidiot, wir kommen nicht. Also, das ist doch völlig unrealistisch. Und die Verlängerung von Götze vor 1,5 Jahren hat ja auch Borussia Dortmund erst in den Jahren Nuss der 37 Millionen. Wenn das ein egoistischer Typ hätte, ich sage, ich lasse den Vertrag auslaufen und dann kassiere ich mir auch noch ab. Also, heute sind nie die übrig geblieben, die ehrlich sind, die wirklich auch sich die Wurzeln geschaffen haben in unserem Land, aber die nach der Wende gekommen sind, die haben so viel kaputt gemacht. Und da muss ich sagen, auch den Fußball. Und auch nicht nur Fußball, auch der Leichtathletik. Wo sind wir heute in der Leichtathletik? Null. Nichts mehr drum und dran. Das hat uns schwer. Und jetzt sind wir aber auf dem Weg, wieder nur mit den Leuten zu arbeiten, die wirklich auch nach vorne gucken wollen. Da muss man sehen, wie die Industrie sich hier entwickelt. Aber so ein Beispiel BRB oder andere Vereine, die wieder Magdeburg, hoffe ich, dass sie wieder kommen. Die haben mit ihrem Stadion Jena, hoffe ich, Erfurt, hoffe ich, immer schwierig. Über Cottbus brauchen wir gar nicht zu reden. Cottbus ist immer eine Option gewesen. Es hätte ja wieder sein können, dass Dresden absteigt und Cottbus bleibt oben. Edegaard hätte sich im Grabe umgedreht, also nicht gestorben, aber ist egal. Fakt ist eins,
Fakt ist eins, dass wir einfach nicht auf diese Wende vorbereitet waren und damit viel kaputt gegangen ist, weil wir auch Menschen zugelassen haben in dieser Region, in unserem Sport, die das nicht verdient haben, auch in der Wirtschaft. Das habe ich mir gedacht. Wir haben es gerade gehört, Herr Kalmont, die Ehrlichen sind übrig geblieben. Wie ehrlich aus heutiger Sicht waren denn 2,5 Millionen wahrscheinlich für einen der besten Spieler Europas für den Andi Thom? Das war damals Andi Thom unsere mit Abstand größte Transfersumme. Wir haben nachher für Ulf Kerr, das war nur den 2,5, das war die Grundsumme. Und wir haben damals gesagt, in den nächsten 3 Jahren nach Spiele Rechenwert hat der 3,4 gekostet. Das war nachweislich prüfbar. Für Leverkusen, die mit absoluter Sicherheit größte Ablösesumme, weil auch italienische Vereine dran sind, auch bei Ulf Kersten, aber die wollten in der Bundesliga spielen. Die haben das immer im Fernsehen gesehen, auch wenn sie nicht gucken durften. Die wollten unbedingt in der Fußball-Bundesliga, das war unsere Chance. Das war absolut, und auch die Gelder, die dann natürlich nach einem Jahr auf 1 Million hochgingen, das waren die Spitzenwerte, wir haben da keine über den Tisch gezogen. Ich habe ja gesagt, ich habe gehört, so wunderbar, mit dem Eco-Paket, aber erfolgreichen Eco-Paket. Trainer Schröder von Potsdam harmoniert, jetzt an dieser Stelle mal nicht mehr. Und auch aus Erfahrung, auch aus Erfahrung. Ich habe eben deutlich gemerkt, dass es ein Fehler war, Trainer zu holen, und die Funktionäre sind geblieben, weil die es ja schwierig hatten, wenn du das, den Job nicht gelernt hast, wenn du immer vom Ministerium X und Y die Kohle kriegst, das war das Budgetende im Salat, dann ist das schwierig, auf das neue System sich umzustellen. Das, da gebe ich recht, dass durch diese Wende Probleme kamen, weil also eigentlich die Führungsmannschaft nicht in der Lage war, dieses westliche, ich sag mal, Kapital, ich will jetzt nicht, so, ja, aber das war jetzt, das wird höher, war man im Grunde genommen. Jetzt komme ich auf was. Auch damals hat kein Freiburg existiert. Auch damals hat kein Mainz existiert. Kein Augsburg. Ich will da nur mit sagen, um große Clubs wie Alemannia Aachen, in der 4. Liga, in der 3. Liga, weil sie Scheiße gebaut haben. Der Osten ist in sehr vielen Dingen selber schuld. Warum ist Cottbus oben? Cottbus war eine Fahrstuhlmannschaft. Warum ist im Frauenfußball Potsdam einer der erfolgreichsten Vereine, nicht nur in Deutschland, auch international? Weil sie einen bekloppten Idioten hatten. Ich sag das mal. Der da hat. Nee, ich will zu. Warum jetzt auch? Stell dir mal vor, Cottbus hatte nie. War nicht. Ich nehm's mal nur auf Dynamo Dresden, um es nicht zu verteilen. Da kann man ganz kurz. Ist ein Tor für Dietz gefallen? Für alle, die hier unten stehen, es nicht gesehen haben. War ein langer Ball von der rechten Seite, ich glaube sogar als Flanke gedacht. Aber zumindest ist ins Tor gegangen, also 1-0 für Dietz. Yeah. 1-1, oh, 1-1. Die kommen jetzt erst. Nein, ich wollte dazu etwas sagen. Cottbus zum Beispiel in einem sehr schwierigen wirtschaftlichen Umfeld, direkt an der Grenze und Bund. Jetzt muss ich aber eins sagen. Die waren immer Fahrstuhlmannschaft, die waren dann 3. Liga, Oberliga. Und warum sind die hochgegangen und zum Beispiel Bayern München ist Ostens nicht? Ich will Ihnen ein paar Beispiele sagen. Cottbus war damals der Klein, der Stabach und Eduard Geier. Wer bei dem trainiert, freut sich aufs Sterben. So in dem Motto. Das war die Besatzung. Da hat keiner reingeredet. Und dieser Club ist in den letzten 15 Jahren, 9 Jahre, 2. Liga, 6 Jahre, 1. Liga, stabil. Mit den schwierigsten Voraussetzungen. Dresden, große Voraussetzungen. Ich mache immer einen Punkt. Ich war ja mal bei der WM da, 2010 mit RTL. Da habe ich gesagt, Mensch, Kadi, mach doch mal. Ich habe es ein Jahr gemacht, ich darf sagen, ohne einen Pfennig. Ich habe meine Briefmarke selber bezahlt, meine Anreise, mein Hotel, mein alles. Da ist kein Einzelpfennig von mir abgerechnet worden. Und wir sind dann noch aufgestiegen. Das hatte nichts damit zu tun. Da hatte man auch Glück, weil Offenbach schlecht wurde. Eins haben die nicht, zum Beispiel zu Bayern München. Die Menschen werden nicht respektiert. Was ist das? Sie werden nicht so respektiert. Ich habe das da erlebt. Ich bin mit dem Eduard Geier zum ZDF, Mauerfall. Dann habe ich gesagt, oh, kannst du mal den Geier überreden, dass der bei uns nicht macht? Die wollten nicht gerne, ich habe ihn überredet. Der Geier hat mich nachher 10 Mal angerufen und sagt, ja, die sprechen mit mir ja nicht mehr. Er sagt, ich sage, ich bin ein bisschen ballaballa. Ich sage, ein zweites Thema. Es musste ein Notaufsichtsrat gewährt werden. War die kein Aufsichtsrat, der ganze Verein auf der Erde. Der alte Matthias Sammer, schon etwas kränklich, erklärt sich bereit.
Einen Monat später prüfen die nach, ob der auch richtige Akten hat, dass er auch Mitglied ist, und machen das öffentlich, diskriminieren einen Mann. Da habe ich gesagt, so viel Dämlichkeit, wie ihr habt alle Dämlichkeitsplaketten, und das ist genau, was die Sahne schuldet, der fehlende Respekt. Dixie Dörner, Beckenbauer des Osten, stellt sich zur Verfügung, Scouting, voll abrasiert. Ulf Kirsten macht ein Abschiedsspiel, nimmt das gesamte Geld, das Abschiedsspiel stiftet der in die Stiftung und auch noch heute Vorträge. Kirsten, vor 2 Jahren eine Absprache mit Rudi Völler, kann als Schild oder als Aushängeschild auch mit Beratung und Bayer Leverkusen bezahlt haben. Wissen wir, was die gemacht haben? Abgelehnt. Ralf Minge, umsonst er ja trainiert, Prozess gemacht, eine Witznummer. Erster Klasse, eine Witznummer, erste Klasse. Und jetzt komme ich mal Bayern München. Stellen Sie sich mal vor, wie die Meister wurden. 30 traditionelle Spieler, Traditionsspieler, machen den Spalier, klopfen ihre aktuellen Spieler ab. In Dresden wird das gar nicht denkbar. Ich habe den mal in einer Sitzung gesagt, ich habe mich mit der Oberbürgermeisterin massiv mit der Frau Orosch gefetzt. An dem Tag, wo der Rusch mit dem Edegard Weyer im ZDF war, sagt, morgen treffe ich mich zum Frühstück mit der Frau Orosch. Und da werde ich sagen, wenn Sie diese Summen hochhalten und schließen Sie die Kiste ab, haben Sie die Spitzel, machen Sie eine Kaninchenzuchtveranstaltung, da machen Sie einen Golfplatz in dem Scheißstadion. Das kann kein Verein bezahlen, da kriegen die Breite. So, ich habe mich mit der gefetzt, aber wir haben mit Respekt ein großes Verhältnis. Und ich habe auch erkannt, wenn die Frau nicht da gewesen wäre, wären die Dresdner schon ein paar Mal insofern gewesen. Als die schwer krank wurde, Krebs, habe ich der mal was ich gehört, mal Obst geschickt, mal einen Brief und ein Dankeschön. Und Dresden wurde geehrt für eine gute. Und der Qualm war noch so schön, verstehst du? Dann machst du alles richtig. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß. Ich freue mich, dass wir das. Ich werde die Niederwalzen, die Hoffenheimer mit meinem Wunsch, wenn ich nicht widerstehe, dass wir das Thema für euch hochinteressant macht Spaß und bildet euch weiter. In diesem Sinne wünsche ich euch hier alles Gute, viel Spaß und Freude. Also dann noch von meiner Stelle nochmal, vielen Dank, Herr Kalmund, dass Sie sich Zeit genommen haben, dass Sie viel erzählt haben aus der Vergangenheit. Es ist auch immer schön, mal die alten Geschichten wieder aufzuwärmen. Herr Hulling, vielen Dank mal für den Ausblick, den Sie gegeben haben, wie es in den nächsten Jahren weitergehen kann, hier mit dem Kreissportbund, wie es mit dem Sport im Kreis weitergehen kann. Herr Schröder, ich wünsche viel Erfolg in den nächsten Jahren und dann vielleicht auch wieder einen Titel. Da freuen wir uns natürlich ganz besonders aus der Region. Ja, die Potsdamer freuen sich. Yeah.